Hallo zusammen, mein Name ist Vlad A4 gelernt. Serioga! Serioga, was ist das für ein Freund von dir? Das ist mein Schwein. Sein Name ist Zucchini. Okay, Leute, wir haben beschlossen, die nächsten 24 Stunden in diesen kleinen Häusern auf Bäumen zu verbringen. Und wir haben sie selbst gebaut. Und wir haben 3 Tage dafür gebraucht. 3! Aber seht euch an, wie schön es geworden ist. Wir sind jetzt erwachsen, wir sind groß und wir wissen, wie man etwas baut. Wer auch immer, das wird ein Spaß. Ich schlage vor, du verbringst den Tag mit uns. Es wird großartig werden. Oh Mann, gebt ein Like für diese schicken Häuser. Wer zeigt als erster sein Haus? Ich. Ich habe ein sehr cooles Hightech-Haus, in dem ich alles Mögliche eingebaut habe. Es war sehr schwer gewesen, aber ich habe es geschafft. Hey, was ist das? Eine Platte? Yeah, ich habe einen Fernseher hier drin. Leute, ich habe ein Satelliten-Internet und Fernsehen. Ich bin eigentlich der perfekte Nachbar für euch. Ich gebe euch kostenlos WLAN. Ich habe mein eigenes Zeug dabei. Jetzt muss ich es nur noch auspacken und ins Haus reinstellen. Ist das ein schicker Teppich, den du hast? Ja, das ist Hightech. Hightech? Hightech. Und du hast irgendein Dorftech und ich habe nur Hightech. Komm nicht mit diesem Mist über mein Haus. Ich habe Gemütlichkeit, Komfort. Du wirst das lieben. Du könntest es ein VIP-Apartment nennen. Alles klar, willkommen in meinem Baumhaus. Ups, Mist, ich habe vergessen, die Tür aufzumachen. Das war ein Fehler. Mein Fehler. Übrigens, meine Tür geht so auf. Die Scharniere müssen noch fertiggestellt werden. Wie du sehen kannst, sieht mein Haus sehr einfach aus. Aber ich habe noch einen Freund bei mir. Und ich habe diesem Hund noch keinen Namen gegeben. Ihr könnt also eure eigene Version in die Kommentare schreiben. Ich werde sie alle nehmen. In Ordnung, gehen wir hier entlang. Ich habe hier eine Wiese. Zucchini. Oh, unter dem Häuschen. Das ist alles. Und Zucchini wird nicht weglaufen, hoffe ich. Ich sage dir, was im Haus sein wird. Ich werde einen Tisch um das Haus herum haben. Du weißt schon, zum Essen, zum Picknicken, zum Sitzen, Stühle. Natürlich habe ich auch Feuerholz dabei. Ein Stock ist für den Fall, dass ein paar wilde Tiere meine Haustiere treffen wollen. Ich werde sie schnell haben. Aber wenn der Stock nicht hilft, habe ich eine Falle, eine Jagdfalle, eine echte. Die stelle ich auch hier irgendwo auf. Und einen gusseisernen Topf zum Kochen. Wenn es dir langweilig wird, kannst du ihn für Chalabach verwenden. Und hier drüben habe ich eine ganze Kiste mit Sachen für das Haus. Und das nehme ich mit rein. Nun, mein Ansatz ist sehr einfach. Ich habe viel ausgegeben und viel eingekauft. Ich habe die teuersten Materialien, die teuersten Produkte und die interessantesten Dinge für mein Haus. Nun Mann, das ist so viel, dass ich nicht weiß, wie ich es runterkriegen soll. Naja, okay, alles Stück für Stück. Und falls ihr nicht wusstet, das ist ein Kühlschrank. Da kann man Eis reintun, essen und es schmilzt nicht. Es muss ein Leiter geben, unbedingt, wie diese hier mit einer Veranda, damit man morgens rausgehen kann und dann, wie leben diese armen Nachbarn? Ich verstehe. Und zurück in die Kabine. Wow, also ich habe hier 2 meiner kleinen Sitzkisten, um mich da hinzulegen und auszuruhen. Ich werde übrigens auf den schlafen. Ich habe hier auch 2 kleine Tische. Und schaut mal hier, Leute, hier ist meine Tür, die zu meinem Nachbar führt. Und dort wohnt wer? Vlad A4. Endlich habe ich seine Adresse. Hier habe ich natürlich meinen Laptop. Außerdem habe ich hier meine Kopfhörer mitgebracht. Und auch noch habe ich meinen Monitor mitgebracht. Den werde ich als Fernseher benutzen. Und wenn mir mal ganz langweilig wird, dann lade ich einen Freund an und dann können wir zusammen mit ihm zocken. Was für eine Schönheit. Und damit es auch abends nicht langweilig wird, habe ich einen Lautsprecher dabei. Dann können wir mit den Jungs Musik hören oder ich werde sie alleine hören. Oh, was habe ich vergessen zu sagen? Das ist das Allerwichtigste. Ich habe ein Verlängerungskabel mitgebracht, weil ich hier Strom habe. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? Ich habe sogar einen Generator mitgebracht. Ich zeige euch ihn mal. Da steht er. Er verbrennt Treibstoff und erzeugt dadurch Strom. Das ist echt cool, Mann. Außerdem habe ich eine Überwachungskamera da. So kann niemand ohne meine Erlaubnis einfach so in mein Haus einbrechen. Ein Schraubenzieher. Und natürlich muss ich mich um die Beleuchtung in mein Haus kümmern. Also habe ich so eine LED-Leiste gekauft. Und für die totale Entspannung in der Natur habe ich eine Hängematte wie diese dabei. So, ich bin fertig. Und das schließen wir jetzt an. Und schon haben wir ein super modernes Hightech-Baumhaus. Los geht's, Leute. Also, was sagt ihr, Leute? Die Videokameras habe ich installiert. Und nun werde ich euch zeigen, wie das drinnen im Haus funktioniert. Schließen wir die Tür und willkommen im Baumhaus von Glad Amigos. Auf dieser Seite der Wand habe ich dieses krasse LED-Band. Es wird nachts wunderschön sein. Ich möchte es mir unbedingt ansehen. Geil. Da ist mein Monitor, an den ist natürlich meine liebste Playsee angeschlossen. Wow, hier könnte ich nicht nur 24 Stunden verbringen, sondern sogar eine ganze Woche. Schau mal, was ich hier habe. Das Huhn wird bei mir wohnen.
Übrigens funktioniert das Hund für mich als Alarmanlage. Wenn sich ein Raubtier an mich heranschleicht, fängt es an zu gackern und ich bemerke die Gefahr sofort. Schauen wir mal, was wir hier in der Kiste haben. Erstens ein Stuhl, Wasser. Außerdem habe ich einen Schlafsack wie diesen. Und ich habe Lebensmittel in einem tragbaren Kühlschrank wie diesen gelagert. Schau mal, das sind Würstchen und Fisch. Außerdem habe ich ein paar von diesen Roll-Ups. Davon gibt es eine ganze Menge. Und es gibt Arten von Pilzen, Tomaten, Gurken, Plastikteller. Und das ist ein Fischernetz. Ich habe es mitgebracht, falls wir angeln gehen. Und natürlich habe ich auch ein paar Werkzeuge mitgenommen, nur für den Fall, dass wir etwas reparieren können. Und genau wie die Jungs habe ich eine Tür. Und zwar hier. Schau mal, sie führt zu Vlads Haus, damit wir uns gegenseitig besuchen können und zu Gast gehen. Jo, so sieht mein Haus aus. Erinnert euch so an ihn. Bis jetzt gibt es hier nichts, aber das ist nur diese schicke Ledercouch und ein toller Blick aus dem Fenster. Golfschläger, Hörner, ich stelle ihn hier. Weißt du, in diesem großen Häuser machen sie das. Das ist eine Ringleuchte für TikToks. Zum TikToks machen und zum Aufhängen von Kleidung. Ist das nicht wahr, TikTokers? Das machen auch alle reichen Teller, Tischtücher. Ich habe auch eine Chroma-Key-Decke wie diese hier und einen Regenschirm. Ich habe eine Wohnung mit einer Terrasse. Mein Golf-Outfit, eine Decke oder ein Teppich, mal sehen. Alle Arten von Baumaterialien, Becher, eine Dose Farbe, goldene Farbe und Trockenshampoo. Man spürt es ins Haar und es wird sauber. Man muss nicht auf den Regen warten, um es zu waschen. Bräunungscreme, Zeug, um geile Cocktails zu machen, Grillzangen, wie auch immer. Ich zeig euch, was ich im Kühlschrank habe. Nun ein kurzer Blick. Es ist Syrup. Wenn Sie wollen, immer mehr sieht es so aus. Gib mir nur eine Sekunde und ich werde es sauber machen. Bam! Schau, ich habe hier einen Drehort. Ich könnte am Strand sein, in den Bergen, in der Wüste, im Weltraum und sogar unter Wasser. So schick ist meine Couch geworden. Das Ankleidezimmer, naja, und ordentlich aufgeräumter Tisch. Und das Highlight ist meine Terrasse. Ohoho. Als ich aus meinem Elternhaus gezogen bin, habe ich nicht einmal davon geträumt. Alle fragen mich immer, warum ich so hart arbeite. Videos, Integration, Merch, Apps. Eigentlich habe ich nur einen Traum. Ich will einfach ein Haus. Ein richtiges Haus, das aus Geld besteht. Und in Zwischenzeit habe ich das hier. Mein erstes Haus. Leute! Serioga! Glenn! Ja, Vlad? Ich lade euch zu einer Einweihungsparty ein. Oh, cool. Kein Problem, wir sind gleich bei dir. Und vergiss die Geschenke nicht. Es ist eine Einweihungsparty. Einen Moment. Komm schon. Was für eine Idee von Vlad. Was für Geschenke zum Teufel. Ich weiß nicht mal, was ich ihm schenken soll. Ach, übrigens, vielleicht schenke ich ihm ja eine Pflanze. Das ist ein Einweihungsgeschenk für die Bude. Und im Grunde werde ich nicht dumm dastehen. Ich nehme diese Tasse und werde Vlad ein Geschenk besorgen. Ich werde ihn später auch zur Einweihungsparty einladen. Wow, ist das schön. Übrigens, ich musste nicht einmal weit gehen. Seht euch mal diese Wurzeln an, die ich hier gefunden habe. Das sieht aus wie ein Geldbaum. Wow, super. Ich schätze, das ist ein klasses Geschenk. Sieht sogar irgendwie echt schön aus. Ich brauche das, das auch. Es scheint, dass ich alles, was ich zu Hause habe, auch brauche. Und das erinnert mich an etwas. Es gibt ein Omen, das man bei der Einweihung der Tiere ins Haus lassen soll, um Glück ins Haus zu bringen. Ein Huhn werde ich ihm sicher nicht geben, aber ein Schweinchen, eine Zucchini im Prinzip schon. Ein glückliches Haus, das kann man wohl sagen. Oh, Vorsicht. Oh, ich höre jemanden kommen. Serioja. Oh, hallo. Hier, schau. Es ist Glück für dich im Haus. Ein Tier, das auf einer Einweihungsparty ist, wird als erstes hier reingelassen. Komm schon, Zucchini. Los, los, los. Ich verstehe. Ja, das Geschenk ist super, Serioja. Toll, danke. Hey, alles Gute zur Wohnungseinweihung. Das ist mein Geschenk. Es ist ein Geldbaum. Toll, danke. Was soll das Ding? Passt du erstmal auf mein Haustier auf? Nein, ich schenke es dir nicht. Es ist einfach so gelaufen, dann werde ich mit ihm gehen. Meine Meinung nach, Serioga, funktionieren Geschenke anders. Naja, dein Glück wird kommen. Du wirst schon sehen. Warte nur ein bisschen. Hast du mir positive Energie gegeben? Ja, das ist das Beste und Wertvollste. Na gut, ich bin einverstanden. Das Thema der Geschenke kam auf und ich habe gedacht, wenn die Zuschauer uns ein Geschenk machen, indem sie die Abonnements sehen, machen sie einen roten Knopf grau. Aber sie machen sich eigentlich selbst ein Geschenk. Ach, warum so plötzlich? Nun, haben sie bemerkt, wie die Qualität unserer Videos gestiegen ist.
Wie oft veröffentlichen wir sie? Es ist so, als ob wir bereits Filme drehen würden. Und das ist so, weil ihr unseren Kanal abonniert. Mir ist es jetzt klar geworden, dass es uns Kraft und eine Ressource gibt, um Videos zu erstellen und zu produzieren. Jedes Abonnieren ist wie ein Baustein für die Qualität der zukünftigen Videos. Ihr wisst, dass alles beeinflussen könnt. Ich bin selbst schon neugierig, wenn ihr jetzt alle euch anmeldet, wer noch nicht angemeldet ist. Was für Videos werden wir rausbringen? Es wird einfach eine Kanone sein. Vor allem jetzt, wenn es Sommer ist, wenn wir so viele Energie und so viele Ideen haben. Und alles, was wir brauchen, ist deine Unterstützung. Tu das endlich. Abonnier auf diesen Kanal und mach nicht nur uns, sondern auch dir selbst ein Geschenk. Du wirst Spaß haben, du wirst gute Laune haben, immer gute Laune. Und schau mal, wie ist der Zucchini? Der passt schon hier nochmal. Du bist nur eine Kanone. Ein kleines Weichei. Warte, willst du damit sagen, dass es Kobikow ist? Nein, du bist einfach nur langweilig. Keine Musik. Übrigens, Leute, ich habe Musik zu Hause. Kommt gleich zu meiner Einfeierungsparty. Bring mir ein paar Geschenke mit. Ich habe auch einen Lautsprecher und noch eine geile Playstation. Okay, ich werde mein Bestes tun. Und die Geschenke nicht vergessen. Übrigens, Leute, wie wär's mit ein paar Cocktails? Ich habe alles dafür. Was wollt ihr? Nun, als dein Gast hätte ich gerne einen Cocktail in einer Kokosnuss. Für mich geht alles. Lass uns die Vorbereitung anfangen. Wie machen es Barkeeper? Wir nehmen ein bisschen Sprite. Zitronensaftkonzentrat. Ich denke, ein wenig Preiselbeersirup wäre nett. Moment mal, war mein Cocktail überhaupt Kokosnuss drin? Jetzt wird es einen geben. Okay, jetzt muss das Ding umgerührt werden. Shaker. Der Shaker ist übrigens von A4. So einen bekommst du im Geschäft oder auf der Webseite a4shop.ru. Das ist wie ein Review-Mod. Kleiner Kommentar, solange es der Koch nicht hört, er stinkt nach Kotze. Ja, super, ist der Cocktail schon fertig? Ich kann es nicht hören. Nein, es riecht halt wirklich komisch hier drin. Hör mal, Vlad, was sind das für komische Strohhalme? Welchen Geschmack haben sie? Sergio, das sind riechen. Du musst an die riechen. Ah, ich finde, es riecht komisch. Tuben, grün, gelb und blau. Auch ein Regenschirm. Oh, Cocktails kommen durch. Party! Wir setzen uns hin, probieren sie gleichzeitig und zeichnen die Lektion auf. Hör mal, das sind alles so Säfte auf einmal in einem Glas. Multifrucht. Und auch Kokosnuss. Das ist keine Frucht. Multifrucht mit Kokosnuss, ja. Also, es ist eindeutig eine stabile 6 von 10. Mal sehen, mit was du bei dir zu Hause überraschst. Vergesst auf jeden Fall die Geschenke nicht und ich bereite das Haus für meine Gäste vor. Schade, dass ich kein zweites Shrine habe. Man kann kein zweites Geschenk machen. Es ist dasselbe. Ich werde gehen und ein anderes Geschenk für Glenn aussuchen. Tschüss, tschüss. Gut, wir sind weg. Scheiße. Und ich muss Glenn auch noch etwas schenken. Ich habe Vlad schon das günstigste und letzte Geschenk besorgt. Oh, was? Sieh dir das an. Das Huhn hat Eier gelegt. Oh, wie schön für dich. Ich nehme eins von deinen Eiern. Ich schenke Glenn nicht nur ein Ei, ich schenke ihm ein Huhn. Wenn das Ei richtig ausbrütet, bekommt er ein Huhn. Wie ich. Oder vielleicht sogar einen Hahn. Übrigens, hier ist eine Idee für ein Geschenk für Glenn. Das Geschenk wird so interessant sein wie das, das er mir geschenkt hat. Klopf, klopf, klopf. Na, wen haben wir denn da? Hey, Siraja ist da. Hallo. Hey, mein Lieber, komm rein. Wow, deine Tür geht so auf. Oh, und wer klopft denn da? Na, wer ist das? Ja, das bin ich, hallo. Hey, Leute, kommt rein, setzt euch bitte. Herzlich willkommen in meiner Hightech-Bude. Hohoho, schau mal, hat ein Bäumchen. Das Design ist fantastisch. Wo hast du es gekauft? Wen? Eine Stange. Das ist doch ein Baum. Ah. Naja, ein Haus auf dem Baum. Sag mal, wo sind die Geschenke? Hier sind die. Mein Geschenk an dich, das war doch diese Blume hier. Nein, warum sagst du das? Das ist doch genau dieselbe Wurzel, die ich dir auch geschenkt habe. Nein, Glenty, ich glaube, wir haben sie gerade im Semlam gekauft. Ich schenke dir auch einen Geldbaum. Dankeschön. Ich habe mich auch sehr über dein Geschenk gefreut. Schon gut, schon gut. Siraga, was ist dein Geschenk? Ich schenke dir ein Huhn. Hä? Das ist doch ein Ei. Es ist ein Ei, okay? Aus dem ein Huhn oder ein Hahn schlüpfen wird. Lege es dir unter dir, wenn du an der Konsole spielst. Hey, Leute, soll ich mal die Playsee anschmeißen? Ja, komm schon. Okay, ihr könnt spielen, Leute. Ich werde an meinem Laptop ein bisschen arbeiten. Hey, Leute, ihr zockt schon ganze 20 Minuten. Könnt ihr vielleicht irgendwann zu Sirogas Einweihungsparty gehen? Und vielleicht das, dann gehen wir. Ich muss dort etwas Brennholz hacken. Und übrigens, ich habe einen hungrigen Miesepeter. Ich gehe und füttere ihn, okay? Das ist ein merkwürdiges Verhalten, findest du nicht? Ich dachte, wir laden uns irgendwie alle gegenseitig zur Einführungsparty ein. Ah, erst wieder die richtige Zeit für eine Runde Golf. Was macht man sonst, wenn man in der Nähe eines Golfplatzes wohnt und dort ein Haus hat? Golf spielen. Ah, irgendwie wird das schon langsam langweilig in diesem Haus. Ich sollte mal langsam Musik auflegen.
Wow, und jetzt kann die Party beginnen. Nun, das ist ein toller Golfplatz. Die Hauptsache ist, dass man es richtig macht. Was ist das für eine Musik? Das mag ich nicht. Golf sollte in Stile gespielt werden. Mann, ich kann's bei der Lärm nicht konzentrieren. Glenn, mach das leise. Glenn, kannst du es nicht hören? Was ist los? Wer war das? Hey, warum schmeißt du es in mein Haus? Warum drehst du die Musik so laut auf? Ich kann nicht spielen. Na gut. Wie geht das Ding noch lauter? Dann werde ich mich mal in die Hängematte chillen. Oh. Ah, perfekt. Das nenne ich ein Leben. Das genieße ich. So muss es sein. So, alles ist bereit für das Feuer. Ach ja, ich muss noch etwas zum Anziehen besorgen. Ich gehe nach Hause. Oh, das Huhn hat hier ganze Arbeit geleistet. Puh, das ist eine ganze Nase voll. Oh Mann, ich habe Haarsträuße zu Hause. Ich dachte, Vlad hätte Duftstäbchen. Ich werde ihn später fragen müssen. In der Zwischenzeit... Hier sind die Streichhölzer und die von Vlad. Glenn ist aus der Hütte raus. Gut, ich habe einen Plan. Ich werde es alles abbauen. Puh, frische Luft. Das ist sie, die ansteckend. Ah, das war's, Buster. Du wirst mich nie mehr belasten, also. Hallo? Vlad? Bist du da? Er ist nicht zu Hause. Na gut, dann eben nicht. Ich glaube nicht, dass er was dagegen hat, wenn ich mir die Parfümstäbchen von ihm ausleihe. Ich werde sie nur schnell in meinem Zimmer auslüften. Das ist alles. Hey, warum stinkt es in meinem Haus so? Ich verstehe das nicht. Das waren doch meine Stäbchen da. Hey, ich dachte, der Wind hat sie weggepustet. Okay, versteh's nicht. Es stinkt wie im Dorf. Die Stäbchen sind weg. Serioga! Hör mal, hast du nicht etwa meine Stäbchen geklaut? Nein, ich habe sie nicht gestohlen. Ich habe sie nur ausgeliehen. Ich werde sie später zurückgeben. Wahnsinn, Sergei, hast du die genommen, ohne zu fragen? Du warst nicht zu Hause. Mein Haus stinkt jetzt. Du bist da reingekommen. Jetzt riecht es nach deinem Bauernhof. Glenn! Ja, Freude, was ist denn hier los? Sergei ist in mein Haus eingebrochen und hat dir Stäbchen gestohlen. Warte, ich werde auch mal mein Haus prüfen. Vielleicht ist hier jemand bei mir eingebrochen. Ich war gar nicht bei dir. Ich könnte es gewesen sein. Wo ist mein Lautsprecher? Hey, Sergei, hast du meinen Lautsprecher mitgenommen? Wozu brauche ich deine Säule? Mir geht es gut im Freien. Gib mir die verdammte Musikbox zurück. Oh, warte. Ich bin ja noch mit dir verbunden. Lass mal sehen, wo du sie versteckt hast. Warte mal, das kommt hier gar nicht aus deinem Haus. Ey, das kommt hier aus seinem Haus. Ich bin an der Toilette. Was für eine Toilette, Mann? Gib mir den Lautsprecher endlich zurück. Und dann bist du noch der Typ, der Sirogge eine Ratte nennt. So, Nachbar, nach so einer Sache kommt ihr nicht mehr zu mir nach Hause rein. Na, du. Na los, du auch. Raus hier. Was für Situation? Was für Freunde ich habe. Einer schlimmer als der andere. Und ich dachte, ich würde mein Abendessen mit ihm teilen. Am Ende will ich sie gar nicht mehr sehen. Ich werde mir eine Lieferung bestellen. Eine Pizza. Hallo? Hallo? Hören Sie, ich bin gerade im Baumhaus und ich hätte gerne eine doppelte Pepperoni, wenn das geht. Ah, Straße, Hausnummer. Kann ich in die Geoposition schicken? Hallo? Die haben einfach aufgelegt. Naja, anscheinend liefern sie nicht hierher. Okay, dann werde ich mal Vlad anbieten, dass er mich füttert, als Entschuldigung für den Diebstahl, den er begangen hat. Eine gute Idee. Okay. Als ob das Gewürz fehlen würde. Nun füge ich ein wenig Pfeffer hinzu. Die Suppe wird bald fertig sein. Na, eben etwas fehlt noch. Oh, es ist der Wald. Ich gehe besuchen. Wer ist da? Ich bin's, Glenn. Oh, bist du da? Also, hey, ich bin im Grunde bereit, dir zu verzeihen, aber dafür musst du mir ein leckeres Abendessen machen. Willst du ein Steak haben? Machst du Witze? Natürlich, Mann. Ich habe schon eingelegt. Ich beträufle nur ein bisschen Zitrone und ein bisschen Salz. Boah. Oh Mann, so ein schönes Fenster habe ich übrigens nicht. Ich habe nur eins. Wow, schau mal, Sirogge geht in den Wald. Hör mal, ich habe eine Idee. Was für eine Idee? Ein Prank für Sirogge. Wir müssen seinen Schweinchen Cabbage stehlen und es austeilen gegen... Da wird er doch komplett aus dem Häuschen sein. Komm schon, komm schon, komm. Bevor er zurückkommt. Komm her, kleines Schweinchen. In Ordnung, gehen wir. In Ordnung. Du bleibst hier und wir werden in der Zwischenzeit etwas Fleisch braten. Du hast dich ums Abziehen mitgenommen. Stimmt, ich verstehe es nicht. Wo ist Zucchini? Zucchini? Leute! Leute, Leute! Habt ihr Zucchini gesehen? Weg! Ach, hast du ihn nicht fürs Picknick mitgenommen? Was? Du hast ihn mitgenommen? Und Zucchini! Komm schon, Sirioga, ist das ein Scherz? Der sind selbst ich, die ich mitgenommen habe. Ja, also dein kleines Schweinchen hat da irgendwie ein Loch gebraten und dann war es dann plötzlich Vielleicht weg. Vielleicht guck mal in den Wald. Scherzkeks. Mann, Zucchini, wo bist du? Zucchini, wo bist du? Ich werde 3 Stunden lang nach ihm suchen. Hey, ist hier jemand? Ich muss hier weg. Hör mal, wenn Sirioga weg ist, warum spielen wir nicht mit diesem Minischwein? Lass uns ihn trainieren. Los geht's. Okay, leg dich hin.
Setz dich hin. Wuff, wuff. Flip, nein, das darfst du nicht. Apport. Apport. Das hat funktioniert. Leute. Oh, Serioga, schau mal, wir haben deinen Zucchini gefunden. Warum renne ich eigentlich zu euch? Gern geschehen, ich bin durch den Wald gerannt, um meinen Latzenhosenanzug zu suchen. Und da habe ich ein Geräusch gehört. Ein Stampfen und Atmen. Ich glaube, es war eine große, wilde Bestie oder eine Art Monster. Was redest du da? Nee, Serioga, wir sind doch so weit weg. Das ist ein Zaun hier, ein geschütztes Gebiet. Niemand darf hier sein. Ich konnte ihn selbst dort stampfen hören, atmen. Ach komm, entspann dich mal, Serioga. Was für Ungeheuer. Lass uns doch mal Abend essen. Ich gebe dir so ein kleines bisschen ab. Ich bring dir Teller. Ja, ich habe auch Fischsuppe da. Übrigens, essen Sie Fischsuppe? Nein, ich habe sie irgendwie noch nie probiert. Hast du schon mal Fischsuppe probiert? Freude. Nein, ich mag keinen Fisch. Ja, also du kannst deine Fischsuppe alleine essen. Wir haben Fleisch. Guten Appetit, Jungs. Und ihr auch. Dankeschön. Nehmt ihr etwas Käse. Bitte sehr. Mhm. Übrigens, nette Idee mit den Häusern am Baum. Wisst ihr, wo ich das gesehen habe? Die Abonnenten haben in den Kommentaren geschrieben. Sie sagen, nehmt diese Baumhäuser ab. Ich liebe es, wenn Abonnenten uns Ideen für Videos geben. Ich liebe das. Die sind clever. Wie viele Ideen haben wir davon schon umgesetzt? So circa 20? Ja. Leise, leise, hört ihr das? Das ist das gleiche Geräusch, das ich im Wald hatte. In Ordnung, lass uns nach Hause gehen. Leute, das Wichtigste habe ich euch noch gar nicht gesagt. Als ich dieses Haus gebaut habe, habe ich mich um meine Sicherheit gekümmert und hier ein Lasersicherheitssystem installiert. Und jeder, der da durchgeht, wird gebraten. Also meine Nachbarn wissen Bescheid, für sie ist es nicht gefährlich, daher bin ich in absoluter Sicherheit. Oh. So, was ist zu tun? Wie kann man sich schützen? Okay, jetzt, wir hatten ja das Holz da drin, etwas ungewöhnlich Holz. Hier, ja die hier. Ja, ich werde ein Messer nehmen und die Pfähle auf diese Seite spitzen. Und dann baue ich einen schönen Schutz für mein Haus. Oh, ich denke, dass die Bestie sich erschrecken werden. Ein großes Wildschwein will ich hier sicher nicht reinkommen. Mit Tieren muss man mit den Methoden des Jägers umgehen. Und ich habe eine Falle dafür. Das ist eine darunter. Und Leim, das ist ein sehr starker Kleber. Und ich werde ihn auf diese beiden Bäume kleben, sodass, wenn ein Raubtier beschließt, darauf zu krabbeln, es kleben bleibt und nicht weiter krabbeln kann. Okay, ich habe einen Baum und den anderen habe ich auch gut bestrichen. Die Falle steht, okay. Das war's. Wir müssen hochklettern und die Leiter verstecken. Schnell, schnell, schnell. Das ist ein echter Genuss, Leute. Es ist sicher warm, man hat Strom. Was zum Teufel war das? Ich versteh's nicht. Ach so, schaut mal, da ist ein loses Kabel am Generator. Das kann nicht von selbst passiert sein. Jemand muss es rausgezogen haben. Das heißt, auch mein Sicherheitssystem funktioniert nicht mehr. Mann, ich sollte schnell bei den Jungs unterkommen. Wow. Hey, mach auf. Hey, wieso erschreckst du mich? Jemand hat mir da mein Licht abgestellt. Die Drähte vom Generator sind gekappt worden. Du hast da drüben eine Kamera. Können wir das irgendwie ansehen? Genau. Das hier ist mein Baby. Ich hab's hier alles auf mein Handy dupliziert. Schauen wir, was das war. Was zum Teufel? Serioga! Serioga! Sergei! Serioga, Serioga, Serioga! Ja! Lass mich rein! Oh, ich riech's hier natürlich! Kommen Sie schnell rein! Was ist denn los? Wir haben uns die Kameras von Glenn angesehen. Also, irgendein Moser hat da die Drähte von Glenn durchgeschnitten. Wir müssen uns sofort von ihm isolieren. Komm. Oh, ist ein bisschen eng hier drin. Das war nicht nur einfach ein Tier, das war ein Ungeheuer. Deshalb müssen wir dringend diese Leiter absägen. Nun, es gibt keine andere Möglichkeit. Serioga, dort drüben kann die Leiter abnehmen und niemand wird hier reinkommen. Komm, Säge. Komm schon, Serioga, warum hast du so lange gebraucht? Das ist alles, fast. Oh, wow. Ich bin sicher, er wird... Hast du es gesehen? Ich hab es gesehen. Hast du das gehört? Mach die Lichter aus. Lass uns ihm folgen. Ich habe ein Fernglas. Richtig. Ich sehe es. Was? Was ist da? Und ich glaube nicht, dass es ein Monster ist. Warum? Es ist ein Mann in einem Buschanzug. Lass mich mal diesen Busch sehen. Leute, wann wollt ihr uns so einen harten Prank spielen? Das ist so das Kostüm von Kubikov. Er hat das Kostüm schon mindestens 3-mal benutzt. Ist das Karl Berg? Lass uns jetzt auch einen Streich abspielen und ihn fangen. Aber sowas von. Lassen wir ihn also näher kommen und dann fangen wir ihn. Schmeiß den Grill an. Oh, was für ein leckeres Gericht, Glentik. Woher in aller Welt hast du denn so ein Rezept? Das ist ein sehr geheimes Rezept. Niemand kennt es. Es sind nämlich die leckersten Würstchen der ganzen Welt. Leute, ich gehe jetzt Soßen holen. Also, komm schon, koch zu Ende. Serioga, warte, ich komm mit dir. Ich werde die geheimen Getränke holen. Und dann hole ich mal die Becher für die geheimen Getränke. Cool, Leute, es muss atmen. Ich frage mich, was sie da drin haben, das so gut riecht. Wow, ich sollte mal näher rankommen. Und noch näher und mal schauen. Hey, ich hab dich.
Okay, an die Tafel kommt an die Tafel. Glenn, mach keine Geräusche mit deiner Packung. Alles gut, keine Sorgen. Ich hab's unter Kontrolle. Welchen Geschmack hast du? Schmand und Kräuter. Ich hab den Klassiker mit Käse. Käse, nice. Hör mal, warum tauschen wir nicht? Wieder essen im Unterricht? Vlad, Glint, ich habe die Nase voll von euch. Herr Lehrer, tut mir wirklich leid. Ich hatte sehr starken Hunger gehabt. Ja. Im Unterricht solltest du lernen, Kenntnisse sammeln, keine Chips essen. Ja, ja. Von jetzt an wird unser bester Schüler im Klassendienst, lieber Vlad, alle Taschen und Rucksäcke kontrollieren, um sicherzustellen, dass keine Süßigkeiten mehr mitgebracht werden. Warum grüßt du so? Chips wegwerfen, sofort. Und hallo zusammen, mein Name ist Flatter4, gelernt. Und ihr habt schon gesehen, was uns passiert ist. Der Lehrer hat uns alle beim Essen erwischt. Ich jedenfalls glaube, man kann ohne Essen nicht im Unterricht sitzen. Ja, er hat da diesen fetten Kerl, der uns beobachtet. Glenn, wir sind doch kluge, kreative Jungs. Können wir nicht irgendwie Süßigkeiten in die Klasse reinschmuggeln? Ja, dann lass uns doch ein Video darüber machen. Das ist so eine tolle Idee. Also Abonnenten, hier ist ein Video. 10 Wege, Süßigkeiten in den Unterricht reinzuschmuggeln. Ja, und was ist mit diesem Klassendienstler? Hast du ihn gesehen? Der ist doch blind. Wir können ihn leicht täuschen. Also, auf geht's. Ich habe eine Idee. Ich schlage vor, wir tarnen diese langen, gelatinigen Bonbons als Bleistifte. Da ist sogar ein Füller drin. Oh, wow. Zumal es Bleistifte gibt, die es zum Knoten binden kann. Habt ihr schon mal solche gesehen, Leute? Ich schon. Okay, Gent, wir brauchen einen Anspitzer oder einen Kartonschneider. Ich habe eine. Gut, dann wollen wir es mal schärfen. Seht ihr das an? Das ist doch wunderschön. Schaut es an. Man kann es einfach nehmen und schreiben. Kennst du den Trick, wo du einen Bleistift so nehmen kannst und ihn so machen kannst? Und schau mal, er sieht auch geleeartig aus. Oh Mann, wie machst du das? Siehst du es? Es wird hart. Zauberer. Hey, du kannst auch Magie? Oh, schau. Voila, sieh mal, wir haben schon einen ganzen Haufen Bleistifte angespitzt hier. Aber Bleistifte sind nicht immer gleich lang. Sie können kurz sein. Oder so. Oder so. Oder so. Das ist der einzige legendäre Bleistift, der die ganze Schule mit dir durchmacht. Den Rest kann man... Ich denke, mit Bleistiften wird es definitiv funktionieren. Aber ich habe auch eine andere interessante Idee. Schaut, was ist das? Ein Radiergummi. Wir nehmen es. Hey, warum? Weil wir den Radiergummi durch Marshmallow ersetzen werden. Ah! Das nennst du ein Heftknutscher? Heftknutscher. Radiergummi. Knutscher. Radiergummi. Knutscher. Radiergummi. Knutscher. Radiergummi. Knutscher. Du weißt doch, wie ihr den Streit beenden könnt. Das geht nicht, ist ein Heftknutscher. Leute, schreibt in die Kommentare, heißt das Radiergummi oder Heftknutscher? Man kann gar nicht den Unterschied erkennen. Das ist nur für die letzte Sache. Also, los geht's. Los geht's. Ich sag zu ihm, geh weg! Und er steht da. Ist etwas schräg mit dir? Bin du ich hast verrückt. Meinen Schreibtisch kaputt gemacht. Du bist echt schräg, komm bloß nicht näher. Okay, Leute, zeigt mir eure Rucksäcke. Erinnert ihr euch, was Ivan Ivanovich gesagt hat? Wir wissen's. Wer auch immer, ihr habt Süßigkeiten dabei, ja? Zeigt mir eure Taschen. Komm schon, du kleiner Fettsack, lass uns gehen. Ich rufe jetzt Ivan Ivanovich an und sage ihm, dass ihr mir nicht zuhört hier. Sträuch hier. Sieh nach, bitte, los. Hier, schau's an. Biegsame Bleistifte, wo habt ihr das her? Ich hab dich in 5 Jahren so oft bestohlen. Das war's, komm, leg es weg, es reicht, Mann. Okay, ihr habt nicht mal was Süßes, das ist komisch, Schalter. Kommt rein hier. Ich bin der Beste im Klassendienst, ihr könnt mich nicht reinlegen. Lieber Glenn, gib mir einen Bleistift, bitte. Du hast doch deine eigenen, Mann. Dankeschön. Gut, gut, ich schreib's auf. Das Thema Brüche. Hey Vlad, gib mir den Radiergummi. Willst du einen Radiergummi? Vlad, ich hab einen. Hier, bitte. Nimm ihn. Nein, er hat einen guten, umweltfreundlicher. Guten, nimm den Radiergummi. Danke dir. Ich hab nur diesen, mein Liebling, der einzige. Okay.
Radiergummis alle. Ich kauf dir ein neues. Cool. Also eigentlich macht es richtig Spaß, Süßigkeiten reinzuschmuggeln. Also ich wüsste, ich hätte es mit ins Kino reinschmuggeln können. Wir haben dich hier eingeladen. Du hast eine Art Teilzeitjob. Was war das eigentlich für ein Job? Ach, egal. Nicht schlimm. Okay, ich habe eine andere Idee. Wir nehmen eine Mappe und in der zweiten Mappe habe ich grünes Papier. Es ist farbig. Mhm. Ich habe auch grüne Fruchtgummis mitgebracht. Die legen wir perfekt zueinander. Bonbon zu Bonbon. Und dieser Stäbe wird es nicht mal sehen. Und wir denken, das Papier ist... Das ist eine richtig coole Idee. Was hast du für die? Also, ich will so ein Teleskop-Zeichenrohr machen und bringen es reinschütten. Was für ein Zeichenrohr? Oh, also so ein Zeichenrohr. Oh, oh, oh. Und hier sind die Pringles. Oh, komm schon, lass es loslegen. Perfekte Größe. Oh. Ach, du kleiner Zeichner. Ja. Und ich lege ein perfektes grünes Mandelstück Papier an. Okay, schaut es euch an. Grünes Blatt. Und das ist auch ein grünes Blatt. Mhm. Aber das sind ja Süßigkeiten. Oh, das sollte wirklich funktionieren. Das ist echt cool, Mann. Das wird's klappen, auf jeden Fall, wirklich. Also, was sagen wir jetzt? Nerd, was sagen wir heute? Zeichen oder Kunst? Ja, Alter. Ah, richtig. Stehen bleiben. Was ist jetzt wieder? Was ist in der Mappe? Was ist im Zeichenrohr drin? Ist doch egal. Mach auf, hab ich gesagt. Will mir nicht zeigen. Alter, wenn du mir nicht zeigst, Alter, lass ich dich nicht rein. Du bekommst eine 5, Alter, und eine 6, Alter. Und dann werden deine Eltern in die Schule gerufen, Alter. Hör zu, du bist doch kein Dienstler, nicht der Direktor. Für wen hältst du dich? Ich werde dir gleich in den Arsch treten, Mann. Komm bloß nicht näher. Ich habe früher Karate gemacht. Ich hab den schwarzen Gürtel hier. Ein Gürtel? Hast du nur, der am Bauch stützen wird. Bist du verrückt, oder? Zeig mir, was da drin ist, du Strolch. Okay, ich zeig's dir, was da drin ist. Da ist nichts drin, Mann. Was ist das, Alter? Chips oder was? Nein. Schmeiß sie weg. Du darfst kein Essen mit ins Klassenzimmer nehmen. Das sind Pringles. Die schmeiß ich nicht weg. Bist du mit Essen ludrig gekommen? Ja, ich musste. Ich hab Hunger, Mann. So Mist. Nee, ich bin nicht hier sauer. Also, ich hab die Arbeitsblätter für meine Kunstunterricht. Alles gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Schon gut, Glenn. Ich werde meine Süßblätter mit dir teilen. Du hast ja deine vergessen. Ja, ich habe meine vergessen, Mann. Schon in Ordnung. Ich glaube, der Direktor kommt da. Also Vlad, wir müssen uns überlegen, wie wir eine Cola in die Schule schmuggeln können. Ich kann nicht das ganze trockene Zeug essen. Ich brauche was zum Runterspülen. Mhm, eine Getränkdose, ja? Mhm. Okay, da hast du es. So machen wir das. Was hast du denn ausgedacht? Also, wir werden jetzt ein echtes Kunstobjekt schaffen. Nun, doch sieht es schön aus. Und schau mal, was hier ist. Ein Strohhalm. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Na los. Warte, aber schmuggel du es rein. Ich habe irgendwie kein Glück in letzter Zeit. Psst, ja, komm schon. Also, was haben wir heute? Brüche? Schon wieder? Also, keine Süßigkeiten? Was für Süßigkeiten? Nur Bleistifte. Nur Bleistifte. Schau, von allen Seiten einfach überall. Okay, ich sehe, dass es nur Bleistifte gibt. Gut gemacht. Du hast 30 davon. Meine Bleistifte werden normalerweise gestohlen und nie zurückgegeben. Hier ist ein Geschenk für dich. Weißt du, Vlad, wir haben es uns auf dem falschen Fuß erwischt. Du scheinst ein netter Kerl zu sein und ich bin auch kein schlechter Kerl. Kannst du mir bitte die Federtasche geben? Gibt es vielleicht einen bestimmten Bildschirm, den du brauchst? Nein, ich werde mir selbst einen raussuchen. Gut, bitte sehr. Dankeschön. Danke dir. Wirklich coole Bleistifte. Es wird jetzt eine Mission geben, um Süßigkeiten sicher ins Klassenzimmer zu schmuggeln. Und was soll ich tun? Ich werde etwas besorgen. Glatt, ich habe sowas ausgedacht. Wir werden dir beste Hund dafür bekommen. Schau, du hast es. Okay, jetzt hast du es. Und was sollen wir tun? Lass mich das reinkriegen. Oh. Hier gibt es eine spezielle Tasche. Oh, überquer nicht erlaubt. Fußgänge, Übergang. Und natürlich, ohne Weste geht es nicht. Sieh mal, was die dir ausgedacht hat. Süßigkeit anstelle von Reflektoren. Wo, wie hast du es gemerkt? Ich bin auch genauso schlau wie du. Sieh es an. In die ABT-Stunde, in die ABT-Stunde. Okay, Fußgängerübergang, geh ruhig. Aha, hallo, Vlad. Oh, Leute, habt ihr euch auf die Straßenverkehrsordnungsstunde vorbereitet, ja? Ja. Willst du eine gute Note bekommen, ja? Klar, es ist das Ende des Halbjahres. Sehr gut, meine Schule. Alles klar. Ja, deine. Und du hast sogar die Schilder mitgebracht. Ja, sie sind sogar hart, aus echtem Metall, schau. Ja, aus Metall, echt. Oh.
Oh, stehen bleiben, ich verstehe das nicht. Was? Daneben Süßigkeiten. Das sind keine Süßigkeiten. Und was ist das? Nun, die Defektoren haben sich ein bisschen gelöst, wir müssen sagen. Nun, warum machst du die Weste kaputt? Mach doch die nicht kaputt. Sie sind echt teuer, die kannst du dir nicht leisten, Mann. Ihr habt euch entschieden, Süßigkeiten zu schmuggeln, um mich auszutricksen. Und ich habe euch einfach geglaubt. Ich dachte, ihr seid schlauer geworden. Das war's, ich habe die Nase voll von euch. Jetzt werde ich eure Fehler in mein Notizbuch schreiben, Alter. Also, was steht hier noch rum? Raus aus dem Klassenzimmer, werft die Leckereien weg. Ein Fußgängerüberweg ist dort. Und warum starrst du so? Weil er mich ankotzt. Früher war alles anders gewesen. Ich habe immer alles gegessen, Mann. Er hat uns nie kontrolliert. Vlad. Was liest du da? Ein Buch. Ich versuche zu verstehen, wie der Feind im Gesicht aussieht. Ich denke, um den Feind zu besiegen, müssen wir ihn verstehen. Die Affengeschichte? Ja, und? Was dabei? Komm schon, lass dich nicht mit diesem Ding belasten. Wir werden uns schon etwas... Hey, ich habe doch kein Lesezeichen hinterlassen. Hör zu, ich habe eine Idee. Damit es nicht noch einmal passiert, brauchst du ein Lesezeichen in deinem Buch. Mhm, und? Wir nehmen die Lesezeichen und stecken sie in das Buch. Ah, ich verstehe jetzt, was du meinst. Und ich finde gleich ein größeres Buch, in das ich sogar zwei Lesezeichen stecken kann. Und so werde ich nie vergessen, wo ich lese, echt nicht. Okay, ich habe in diesem Moment gelesen. Mhm. Richtig, und hier hat Gleb aufgehört. Mhm. Ja, es stimmt, Gleb hat mehr als du gelesen. Und Glenn hat bis hier gelesen. Ja, es war nicht so spannend gewesen. Also gehen wir? Warte mal, ich habe eine andere Idee. Kannst du dir das vorstellen? Was ist denn? Also schau mal, was ist das? Das ist Kreide. Warte, das sind zusammengeklebte Marshmallows? Ja, genau. Bitteschön, zwei Packen bunte Malkreiden. Okay, cool. Und wie genau willst du die da reinschmuggeln? Genial. Okay, los geht's. So. Wo ist der andere, kleiner Mann? Der Lehrer hat ihn gebeten, etwas herzubringen. Ich hab's nicht ganz verstanden. Seltsam. Ich dachte, ich werde normalerweise um etwas gebeten. Wie konntest du dich doch nur von so einer wichtigen Aufgabe ablenken, wie uns zu überprüfen? Da bin ich einverstanden. Wer bin ich? Wie gesagt, und was hast du denn da? Nur ein Buch. Ich will so schlau werden wie du und anfangen zu lesen. Deshalb mache ich das. Lobenswert. Aber was liest du? Etwas über Affen, nicht wichtig. Na, sehr gut. Jetzt komm rein hier. Das freut mich, so ein Vorbild für die Faulenzer zu sein. Die kriegen das in den Kopf hier. Hey, was macht ihr da? Hier ist dein Freund. Nimm dir lieber ein Beispiel an deinem Freund und er ist endlich auf dem richtigen Weg hier. Setz dich hin. Ich war aber im Auftrag von der Müll unterwegs, hä? Und was ist das für eine Angelegenheit? Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, sogar vielleicht soll ich dir das nicht verraten. Mir nichts verraten, ich bin hier die Vertrauensperson von Ivan Ivanovich. Ich verstehe nicht, wie konnte ich es dir überhaupt anvertrauen, ja? Laber nicht, ich hab mal gerade geholt. Ich lege sie hier hin und der Rest der Packung bleibt bei mir. Malkreide! Nur ein Schulanfänger wird danach geschickt. Setz dich, Alter. Okay, Vlad, an die Tafel. Ich? Ja, bitte, steh auf. So, jetzt, nimm etwas Malkreide und schreib auf Thema der heutigen Stunde. Ich hoffe, es wird reichen. Also, das Thema, was ist das? Polynome. Was ist das für ein Thema? Sehr interessantes Thema. Wow, ich hab mich erschrocken. Hallo? Hi, und was ist das denn? Du siehst den Royal British Grenadier Guard vor dir. Und was machst du damit? Nun, was haben wir jetzt? Welche Unterrichtsstunde? Englisch? Na, und? Das stimmt. Der Lehrer hat gesagt, derjenige, der das Kostüm herstellt, bekommt eine 1. Das stimmt. Jetzt hast du es. Doch, geht das nicht im Video? Wie sollen wir Süßigkeiten in die Klasse schmuggeln? Eine Dose Cola? Da ist sie. Und ein Strom. Cool. Hast du noch eine von denen? Ja, hab ich. Dann zieh ich mich auch um. Gehen wir. Guardsman has been guard British for such a... London is the capital of Great Britain. Hello. Hi. Was für eine Vorbereitung auf Englisch. Habt ihr wirklich die Kostüme der Gardisten gefunden? Ja. Und ein echter Hut oder was? Habt ihr einen Bären kalt gemacht? Natürlich. Darf ich mal anfassen? Nein, nur Allgewinnte können das anfassen. Was, du laberst hier schon wieder, ey? Man muss in gerader Körperhaltung ein Buch auf seinen Rücken mindestens 30 Minuten lang halten. 45 Minuten? Ja, 45 Minuten und dann wirst du eingeweiht. Das war's. Noch 45 Minuten. Alles klar, ihr geht durch und ich werde üben. Wir hätten eine Stunde sagen sollen. Passt schon. Du sitzt hier auf dem Stuhl. Du musst doch alltägliche Dinge mit dem Buch auf dem Kopf machen. Wirklich? Okay. Du machst es toll. Ja, du bist schon fast ein Gardist. Vlad, es gibt noch eine Regel, die ich fast vergessen habe. Welche? Okay, Vlad, egal was passiert, schau immer geradeaus. Ja, hab's verstanden.
Leute, was war denn das gerade? Es ist nichts, es ist in Ordnung. Das Wichtigste ist, sich nicht umzudrehen. Was für eine leckere Cola, Mann. Was? Cola? Hast du Süßigkeiten mitgebracht? Nein, das war nur ein Spaß. Na gut. Was haben wir als nächstes? Erdkunde. Ich hasse dieses Fach. Also, was können wir tun, damit wir nicht erwischt werden? Fruchteis? Das aussieht wie so ein riesiger Gletscher. Oder vielleicht können wir Kekse in Form von verschiedenen Kontinenten machen und sagen, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Wir werden jetzt gute Note bekommen. Das geht auch. Wie wär's, wenn wir einen Pinguinkuchen backen und sagen, dass wir einen echten Pinguin mitgebracht haben? Und wer wird uns das glauben, Saat? Dann schau du doch was vor. Also, das Einfachste natürlich. Wir öffnen die Weltkugel und tun ein paar Süßigkeiten da rein. Das ist eine großartige Idee. Ich hab fast völlig vergessen, dass die Kugeln öffnen lassen. Naja, einige schon. Nun Mann, es ist immer noch riskant. Das ist doch der Globus. Und wenn wir so gehen, normal Klamotten, werden uns definitiv erwischen. Wir müssen etwas tun, um seine Aufmerksamkeit abzulenken. Wie wär's, wenn wir einen Christopher Columbus verkleiden? Und wie meinst du das? Ich werde es dir zeigen. Wow, das ist so eine coole Idee. Aber du, Vlad, du hast ein schöneres Kostüm als ich. Nun, sieh mal, ich bin Christopher Columbus und du hilfst mir. Der zahllose Bauer? Zusammen werden wir Amerika entdecken. Lass uns wenigstens ein paar Süßigkeiten in die Klasse schleppen. Ich denke, Vlad wird sich bestimmt auf unsere Kostüme konzentrieren und wird auf keinen Fall in den Globus reinschauen. Hallo, Gardist! Mann, ich habe 55 Minuten durchgehalten. Ihr seid gekommen, habt mich erschreckt. Also, was ist unser heutiges Thema? Christopher Columbus. Wie gefällt euch mein Kostüm? Das ist Christopher Columbus und du bist dein Assistent, nehme ich an. Richtig, oder? Ja. Ganz genau, junger Mann. Gute Vorbereitung. Ich weiß über Christopher Columbus alles, wie über mich selbst. Du weißt also alles. Machen wir einen Test. Ich stelle dir eine Frage und derjenige, der am schnellsten antwortet, kennt Christopher Columbus besser. Komm schon. In welchem Jahr hat Columbus Amerika entdeckt, hä? 12. Oktober 1492, Alter. Und wie viele Seereisen hat er zum amerikanischen Ufer unternommen? 4. Mann. Wie wurde Amerika noch genannt, die neue Welt? Herzlichen Glückwunsch, bitte ja, sehr. Das weißt du natürlich. Hier ist deine Schokoladenmedaille. Ey, und überhaupt eine kleine Runde. Hör auf anzugeben. Wir kennen die Weltkarte so viel besser als du. Wir haben sogar einen Globus dabei. Und ich kann dir Amerika auf einem Globus mit geschlossenen Augen zeigen. Drauf kannst du wetten. Das kannst du nicht. Kann ich. Willst du wetten? Und wenn du das nicht kannst, dann lässt du uns endlich ins Klassenzimmer rein, okay? Das werde ich. Okay. Daneben. Um 1 Zentimeter verfällt. Das war sästig, du Geografe. Du kannst dich nicht mal Amerika zeigen. Okay, versprochen ist versprochen. Er war wirklich nah dran, Mann. Ja, das ist der Wahnsinn. Vlad, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich hab die Nase echt voll von diesem Geschichtslehrer. Er hat gesagt, ich habe mich schlecht benommen. Deshalb muss ich jetzt eine Strafarbeit machen für ihn. Hilfst du mir dabei? Warum ziehst du mich da rein? Naja, du findest immer irgendwelche Kostüme. Und du wirst ein paar Süßigkeiten reinpacken. Ich bekomme nur eins und du auch. Okay, Geschichte, Kostüme, Süßigkeiten. Was für ein Thema haben wir gerade? Das fragst du mich? Ich kann mich mit Geschichte gar nicht aus. Ich glaube, russischer Königsreich. Kurz gesagt, du verkleidest dich als Zar und ich verkleide mich als Puzzlereister, damit es spektakulär ist. Okay, los geht's. Also, da ist unser König! Oh, was für ein Stab du hast! Ich hab die Süßigkeiten an der auffälligsten Stelle, aber ich glaube, dass unser Vlad das nicht merken wird. Bestimmt! Und wo hast du sie denn? Und ich hab hier auf meinen Klugen! Ich bin bereit, ich werde singen, ich werde unterhalten! Juhu! Und Vorsicht, da kommt der Zahn! Hallo, mein Leibeigener. Guten Tag, mein lieber Zar. Ich grüße dich. Wer ist der Clown hier bei Ihnen? Sieht voll bescheuert aus. Der Hofner natürlich. Stimmt. Bring mich zum Lachen. Achtung, ein Scherz. Guck dich mal so an, ich bin dünn. Meine Mutter hat mich nie mit Schmalz gefüttert. Ich bin nicht schuld daran. Lalalala. Ihr seid ja dumm, Alter. Wieso das denn? Wir werden eine einzige Geschichte bekommen dafür. Im halbes Jahr Zeug. Lustig, lustig, okay. Hey! Wo sind die Süßigkeiten? Habt ihr keine mitgebracht? Warum? So würde doch ein König nie handeln. Na gut, passt, kommt rein. Eigentlich gibt es nur einen ausgezeichneten Schüler in dieser Klasse und das bin ich, Alter. Und das sind meine Narren hier. Wirklich unerwartet, mein Stab ist durchgebrochen. Oh Mann, keine große Sache. Lass die Patronenhülsen auf! Schlechter Hofner.
Glenn, ich habe mir so eine coole Sache ausgedacht. Wir haben doch gleich Biologie. Aha. Wusstest du, dass Erbsamen eigentlich auch die Erbsen sind? Na gut, mach dir keinen Kopf. Schau, Erbsamen sind grün und Kittles geht doch auch von der grünen Farbe. Wir machen jetzt den Überlauf. Wir tun jetzt nur die grünen Kittles hier rein und dann gehen wir ganz ruhig zur Biologie. Ich habe da auch eine kleine Idee. Meine Mutter wollte da eine Palme wegwerfen, aber ich habe mir etwas ausgedacht. Das ist doch eine Blume und was brauchen Blumen? Man muss sie gießen. Und mit was gießen wir sie? Mit Sprite. Okay, geht's los. Glenn, nimm alle grünen Kittles hier raus, bitte. Okay, alles klar. Das ist so ein ganz schöner Haufen. Schau, warum pflanzen wir es nicht ein? Und gießen es wirklich mit der Sprite? Sehen wir sich Erbsamen? Ja, sie sehen echt aus wie Erbsen. So muss das. Gießen. Und so gießen wir. Nun, es sieht so aus, dass es verpackt ist. Ja. Das heißt, es ist im Laden. Los geht's. Das Reich der Pilze, das Reich der Tiere. Ich habe meine Ulti in die Grüße verschwendet. Das ist okay. Jungs, ich habe ein Problem. Wo hast du ein Problem? Ich weiß alles, was man in der Schule unterrichtet. Aber das eine Fach, das ich überhaupt nicht kenne, das ist, Alter, das ist Biologie. Darf ich bei euch abschreiben? Das nächste Mal lasse ich euch mit Süßigkeiten ins Klassenzimmer. Mit Süßigkeiten in Unterricht? Weißt du was? Lass es. Wir haben schon irgendwie aufgehört, Süßigkeiten hier mitzubringen. Aber das ist okay. Wir bringen dir Biologie bei. Oh, danke, Jungs. Achtung, diese Pflanze wird Erbse genannt. Ja? Und so sehen Erbsamen aus. Das ist komisch. Die sehen aus wie Skittles. Nein, schau dir das an. Siehst du? Süße Erbsen. Das Becken ist eingewickelt. Siehst du? Ich öffne sie vor dir. Und schau, Erbsamen. Leute, ich sag's euch, Biologie ist so kompliziert. Ja, das Fach ist kompliziert, man muss es lernen. Okay, Vlad, nur für dich, schau zu. Das ist ein Palmensamen. Warum lachst du, hä? Hast du verschluckt? Verschluckt hab ich mich. Du musst ihn unbedingt einpflanzen und unbedingt gießen. Und in einem Monat bekommst du eine Blume. Und dann bringst du das dem Lehrer und du bekommst ein 1 im halben Jahr Zeugnis. Okay, alles klar, ihr dürft rein. Aber ich darf euch abschreiben, ja? Okay. Kein Problem. Glenn, wie wär's mit ein bisschen Erbsen für dich? Okay, ich wollte gerade ein paar einpflanzen. Okay. Gut, dass ich Wasser dabei habe. Mein lieber Glenn. Ich fall vom Stuhl. Was ist das denn, Mann? Ein Akkordeon oder ein Schifffahrtsklavier? Ich weiß nicht, was es ist, aber wir haben gleich die Musikstunde. Und ich habe etwas in diesem Instrument gefunden. Schau mal, da sind ein paar Streifen. Hm, ja, stimmt. Und an Platz diesen werden die süßen Streifen gut passen. Auf geht's! Vlad wird dieses Instrument zum ersten Mal sehen und er wird es nicht einmal anfassen wollen. Wir werden ihm sagen, dass es ein Nachttisch ist. Abonnent, spielt jemand von euch irgendwelches Musikinstrument? Schreibt uns in die Kommentare und sagt uns welches. Und wenn ihr einen Kommentar mit eurem Instrument seht, unterstützt euren Kollegen bitte mit einem Like. Mal sehen, wie viele von euch talentierte Leute gibt. Der letzte. Oh, klasse, Mann. Und jetzt schießen wir es ab. Aber ich habe mich auch den Unterricht vorbereitet. Oh, lass mal sehen. Dein Weg ist sicherlich interessanter, aber wer ist damit? Ich möchte, dass du den besten Rapper des letzten Jahrhunderts triffst. Der ist es, rate mal. Lil Pushkin. Moderne Kunst. Ja. Los geht's. Genau wie unsere Oma gesagt hat. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Was ist das denn? Leider sind wieder da. Du weißt, ich bin dafür Musik, oder? Ja, eigentlich schon. Warum spielt ihr nicht einfach mit mir, anstatt zu quatschen, ne? Nee, das geht doch nicht. Das Instrument ist doch heilig. Ja, und außerdem haben wir die Noten dort in der anderen Klasse. Ich kenne diese Noten auswendig. Schau. Do, Sol, Fa. Was? Natriumsulfat? Sind wir in Chemie hier? Gib her, du Dummkopf. Lass mich spielen jetzt hier. Nein. Ja, lass mich spielen. Kannst du spielen? Natürlich. Ich kenne die Noten auswendig. Vielleicht solltest du das nicht? Warum nicht? Eigentlich ist das Thema Musik Volksmusik. Guckst du da? Das klingt gut. Das war's dann. Gib es zurück. Du hast schon gespielt. Nein. Warte, letzter Akkord. Komm. Was? Was ist das, Alter? Süßigkeiten habt ihr wieder geschmuggelt? Die sind nie von mir. Ihr nervt richtig. Ich werde Ivan Ivanovic anrufen.
Nehmt eure Süßigkeiten und verschwindet aus dem Klassenzimmer. Kann ich wenigstens mein Porträt auf den Schreibtisch stellen? Ich brauch's für mein Projekt. Pushkin. Lil Pushkin. Es ist ein neuer Dichter. Es gab Pushkin und er hat den jüngeren Bruder, den kleinen Pushkin. Lass es sein. Und ich werde das wegwerfen. Das war's. Aber ich werde es Ivan Ivanovich trotzdem zeigen. Ratte, Mann. Greta.